Besco-Ventile sind pneumatische, leicht ansteuerbare und sichere Ventile, welche mit Luft- oder Wasserdruck betrieben werden. Der Steuerdruck beträgt 3,5 bis 6 bar. In diesem Installationsvideo geht es um das 5-Wege-Ventil für Filtration und Rückspülung sowie das 3-Wege-Ventil für eine Vielzahl an Umschaltfunktionen. Zuerst ist wichtig, welche Druckmethode verwendet wird. Bei Wasserdruck muss zwingend ein Feinfilter installiert werden. Dieser schützt das Magnetventil vor Verschmutzung. Wir bieten dazu separat eine Installationseinheit für Wasserdruck an. Sollten Sie Luftdruck wählen, dann brauchen Sie einen Kompressor. Zur Umschaltung wird einfach das Magnetventil für die Dauer der Umschaltung angesteuert. Die Pumpe muss für den Umschaltvorgang nicht abgeschaltet werden. Vor allem bei Luftsteuerdruck ist es aber empfehlenswert, die Umwälzpumpe während der Umschaltung abzuschalten, um Druckschläge zu vermeiden. Der aktive Umschaltvorgang ist am roten LED-Licht am Magnetventil erkennbar. Der maximale Betriebsdruck beträgt 7 bar. Alle Ventile sind aus PVC, Edelstahl 1.4571 und ozonbeständigen Dichtungen gefertigt. Alle Besco-Ventile haben Klebestutzen und müssen außen, Achtung, nicht innen, geklebt werden. Andernfalls kann Kleber ins Ventil gelangen und die Funktion beeinträchtigen. Die Ventile sollten stets mit lösbaren Verbindungen wie Verschraubungen oder Flanschen installiert werden. Damit sind Servicearbeiten oder ein etwaiges Austauschen leicht möglich. Unser 5-Wege-Ventil, auch Rückspülventil genannt, ist wie folgt aufgebaut. Der oberste Anschluss D ist die Kanalleitung, C der Pumpanschluss und E ist die Düsenleitung, also das filtrierte Wasser. A ist der Anschluss für das Rohwasser, also der Filtereingang und B ist der Anschluss für das Reinwasser, also der Filterausgang. Wir haben für viele Filter verschiedene Ventile mit verschiedenen Abständen, sodass das Ventil direkt am Filter montiert werden kann. Bei größeren Filtern geht das nicht, aber kein Problem, denn die Anschlussstutzen können verstellt werden und damit die Installation an den Filter angepasst werden. Wie das geht? Einfach 3 der 4 Zugstangen lockern und die 4. Stange herausnehmen. Anschließend können alle Anschlüsse um 90 Grad gedreht werden. Die Ventile können auch direkt an der Wand montiert werden. Dies ist bei großen Ventilen sehr empfehlenswert. Dabei werden nur die Anschlüsse A und B an den Filter angeschlossen. Das ist eine einfache und optisch saubere Installation. Der Aufbau der 3-Wege-Ventile gestaltet sich folgendermaßen. Der mittlere Anschluss A ist permanent und somit ohne Richtungswechsel. Der untere Anschluss B ist immer geöffnet, wenn kein Strom auf dem Ventil ist, und der obere Anschluss C ist dann offen, wenn das Ventil geschaltet wird. Dieses Ventil ist optimal für Klarspülungen, aber auch weiteren Umschaltfunktionen wie Ansaugventil bei Rinnenbecken oder Umschaltung von Wasserattraktionen geeignet. Besco-Ventile sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. Bei den ganz großen Ventilen Größe DN125 ist ein 4-2er Magnetventil mit 6 mm Innendurchmesser montiert. Dieses wird am besten mit Wasserdruck angesteuert. Bei Verwendung mit Luftdruck muss die mitgelieferte Drossel montiert werden. So wird ein zu schnelles Schalten des Ventils verhindert. Das war unsere Installationsanleitung für Besco 3er und 5er Ventile.